Wieso ich keine israelischen Liebesgedichte schreibe. Zuerst gebt ihr mir mal die Geschichte zurück, dann die Lehrbücher und sagt bloß nicht, mein Gedicht sei politisches Manifest, in das ihr keinen Dunst habt von Unrecht. Also aufgepasst. Ich will Entschädigung von der Zentralbank Israels. Für alle Palästinenser, arabischen Juden, Frauen, Homos und Lesben, für alle abfälligen Bemerkungen, Durchgangslager, militärischen Sperrgebiete, Vertuschungen und Bestechungen. Ich will, dass ihr den Tresor der Dichtung öffnet, Land zurückgebt, denen ihr es weggenommen, steht ein für die entsetzliche Besatzung. Ich warte neben der israelischen Staatsbank vor den Fenstern der Nationalversicherung, unter den Karossen des Finanzministeriums, bis ihr diesen ganzen veredelten Rassismus angemessen abfindet. Und erst dann, wenn die Kinder meiner entschädigten Kinder auf der Uni studieren, in gleichgestellter Gesellschaft, ohne Erniedrigung, erst dann werde ich bereit sein, Liebesgedichte zu schreiben, israelische. Dem Dichter Amiri Baraka.